Ihr schaut wieder in Devil TV und hier seht ihr ein Medion Acroya PC-Set, ein Laptop-Set, den E2010D mit einem 19 Zoll Bildschirm und einem schönen kleinen Laptop, das ein Atom 230 Prozessor drin hat. Wir drehen jetzt ein Unboxing-Video und zwar wurde das Gerät jetzt gerade hier in Ungarn für 110.000 Forint gekauft. Das sind mit der momentanen Umrechnung weniger als 400 Euro. Aber für einen Laptop mit 19 Zoll Monitor ist es ein akzeptabler Preis. Fangen wir an mit den vielleicht größeren Boxen. Da haben wir hier gleich. Hier wird Tastatur drin sein, denke ich mal. Nein. Hier haben wir, wie wir gut erkennen können, wenn ich das Licht anmache. Genau. Hier haben wir Netzteil. So groß wie ein Netbook-Netzteil mit Schalter. Kabel dazu. Dann haben wir hier so ein Standfuß dazu. Schauen wir uns gleich an, wie das Ganze ausschaut. Schön viele Software, die hier dazu geliefert wird. Wir haben Office 2007, 90 Tage Testversion, Power DVD, DVD-Suite. Also hier sehen wir, wir haben einmal von Medion ein Works 9.0, Home and Office 2007 Trial-Version, Application-CD, Recovery-CD, dann Anleitung auf Ungarisch natürlich. Hier sehen wir schon mal die Eingänge, aber die zeigen wir euch gleich im Detail. Ein Handbuch und eine Garantie. Leistung, all die gewährleistet uns selbst in Ungarn 3 Jahre Garantie. Scheint Standard zu sein. Nächste Box. Dann. So. Und dann haben wir hier schon den Computer. Schön schwer. Ich habe ihn mir etwas kleiner vorgestellt. Ist der Revo. Acer Revo ist ungefähr halb so groß und wiegt halb so viel. Dafür scheint hier wenig Plastik verwendet worden zu sein. So. Hier ist das Gerät. Ich sehe schon, die Klappe ist jetzt schon offen. Falsch rum, so rum. So. Hier sehen wir das Gerät. Wir haben hier einmal ein DVD-Laufwerk hinter der Klappe hier. Genau, hier. DVD-Brenner, LG anscheinend. Dann haben wir hier hinter der Klappe, die gerade offen war, haben wir einen Multicard-Reader, der SD, MS und XD-Karten liest, 2 USB-Eingänge, Mikrofon, nein, Mikrofon, Kopfhörer. Kann ich wieder schön verschließen. Das Ganze hinter einer Klavierlack-Optik. An der Seite zum Glück kein Klavierlack. Schön Metall. Später werden wir es auch aufmachen. Dann haben wir an der Rückseite eine WLAN-Antenne. Sehr gut. Einen Kühler, dann haben wir 5.1 Soundausgänge anscheinend. Rear, Center, Side, einfach Audio Out, noch ein Audio Out und Mikrofon. Hier haben wir den Stromeingang, hier haben wir noch 4 USB. Und das Pluszeichen sagt mir an den USB-Dingern, dass hier auch anscheinend Strom ausgegeben wird, wenn der Computer aus ist. Ein normales 10 100 Mbit-Netzwerk. Und leider nur ein VGA-Out, kein DVI. Unterseite haben wir noch ein paar Gehäuselüfter. Und hier an der anderen Seite haben wir auch nichts. Hier haben wir noch den XP-Key mit Standfuß. Ist das Ganze ungefähr so groß wie ein DVD-Player. Und ja, schaut recht schick aus. Hier ist noch so ein blaue LED, das später dann leuchtet. Ach so, hier müssen wir das Ganze anschalten. Ich sehe schon hier, das ist der Anschaltknopf hier vorne. Fühlt sich recht komisch an, aber. Und hier kann man dann die DVD ausgeben. Schauen wir uns die weiteren Paketinhalte an. Hier in der großen Box ist hier nichts mehr. Da war der Computer drin. Dann haben wir hier jetzt noch wahrscheinlich die Maus. Schön dünnes Kabel. Maus möchte aber nicht rauskommen. Das wird wieder ein Spaß zum Verpacken, wenn ich es zurückbringe.
Maus will einfach nicht. Jetzt hat. So. Oh, auch wunderschöne Klavieroptik-Maus. Schön laute Knöpfe. Hier haben wir ein Scrollrad. Optisch. Recht klein, würde ich jetzt sagen, aber man kann sie benutzen. So. Dann noch die Tastatur. Oh oh, ich erwarte hier schon Schlimmes. Scheint nicht sehr groß, die Tastatur. Ja, wir haben keinen Numlock. Und zwar, ja, wieder auch USB. Hier schön groß. Packen wir das Ganze noch aus der Folie aus. Dann sehen wir zum Glück diesmal kein Klavierlack. Wir haben alle Tasten vorhanden, jetzt außer den ganzen Numlock-Block, aber benutzen eh die wenigsten Leute. Schön leise, kann man aber auch gut drauf schreiben. Ja, Tastatur. So, jetzt kommen wir noch zum Bildschirm. Extra hier verpackt. 19 Zoll Bildschirm, 15 Millisekunden, Auflösung 1680x1050, glaube ich. Kabel, Stromkabel und Audiokabel haben wir hier. Einmal 1,8 Meter Audiokabel und noch so ein schön dickes Standard-Stromkabel. Dann VGA zu VGA, brauche ich jetzt nicht auspacken. Kennt jeder. Und dann haben wir hier auch schon den Bildschirm. Und wo der Standfuß anscheinend noch nicht angebracht ist. Widescreen 19 Zoll Bildschirm. So schaut es ganz aus. Wir haben hier an der Vorderseite 5 Knöpfe, die man nicht hören kann. Schön dünn. Von hinten kann man ihn an einer 100x100 Weser Halterung andrehen. An der Unterseite haben wir nur VGA, Audio, Strom und wir haben noch einen Ausschalter beim Strom. Jetzt können wir hier noch an der Unterseite den Standfuß anbringen, der so schön rund ist. Das Ganze wird dann ungefähr so ausschauen. 2x5 Watt Lautsprecher hier an der Unterseite. Und ja, das war schon mit dem Unboxing von dem Acer Aspire, Medion Akoya E2010D Laptop Set mit 19 Zoll Bildschirm. Hier ist der Computer nochmal für endlevel.com, Balaschkal. Schaut auf unsere Seite für einen weiteren Test.